Piazza Delfino. Warum zeigt denn die Kamera immer auf dieses Level da? Als ob ich da hin müsste. Aber ich glaube, da habe ich schon alles erledigt jetzt. Da müssen wir nicht hin. Die Geburt des Sandvogels. Das klingt... Okay. Das klingt okay. Der Sandvogel, er ist endlich geschlüpft. Mach dir keine Mühe, ihn zu fliegen. Er flog sofort davon. Na gut. Aber wahrscheinlich müssen wir in seine Eierschale oder irgendwie sowas. Das ist da zufällig eine Sprungdüse. Die wird mir hier sehr helfen. Nein, das ist nur eine Schwebedüse. Ja, dann wird wohl reichen. What? Ist das Absicht, dass man hier so hochglitschen kann? Das war jetzt komisch. Aber jetzt glaube ich... Ich glaube, das ist nicht so gewollt. Aber hey, ich beschwere mich nicht. Super cool. Da ist der Sandvogel. Er sieht total bescheuert aus. Oh, ich kann mich erinnern. Oh Gott, ich kann mich erinnern. Oh Gott, und wie ich mich erinnern kann. Bei den Flügeln rutscht man nämlich ganz schnell mal ab. Und ist dann für immer tot. Dann wird der Spielstand gelöscht. Das Spiel packt sich selber wieder in Plastikfolie und fliegt zurück in den Laden. Okay, wo zur Hölle ist der Letzte? Wo zur Hölle ist wirklich der Letzte? Nein, Sandvogel, flieg nicht ohne mich. Oh Gott, Hilfe. Ich weiß wirklich nicht, was ich habe. Ich muss nur mit nehmen. Sandy, ich glaube, ich muss mit dem an die Spitze fliegen, oder? Wahrscheinlich. Ich kann die Kamera leider nicht höher drehen. Yep. Na, das war gar nicht so schlimm. Ich habe das Schlimme in Erinnerung. Wenn ich mich bei so Mario-Spielen so klar an irgendwas erinnern kann, ist das meistens kein gutes Zeichen, weil dann heißt es, ich musste das sehr oft machen. Aber das war gerade gar nicht so schlimm. Die Drehung von dem Vogel, die war schon ein bisschen gemein. Das war auch knapp. Das wäre beinahe schief gegangen. Aber gut. Na dann, das war die 8-Münzen-Mission. Cool. Ich meine, das muss man hinlassen. Die versuchen diesen 8-Münzen-Missionen in den Leveln öfter mal so einen eigenen Twist zu verleihen. Mit dem Hotel, so dieses Versteckspielen auf Zeit. Und hier jetzt auch dieses Dingenskirchen-Vogelding. Macht's auch nicht besser. Aber sie versuchen es. Hallo, Sportsfreund. Auf die Plätze, fertig, los. Aber ich weiß gar keine gute Route, wie man da schnell hochkommt, ehrlich gesagt. Aber mal schauen, vielleicht laufe ich ihm einfach ein bisschen hinterher. Warte mal, das könnte funktionieren. Na, weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Nein, eigentlich war es eine gute Idee. Ich habe es nur vermasselt. Schade. Hätte echt geklappt, glaube ich.
Wenn ich nur nicht so schlecht wäre. Ja, Mario, ich glaube, wir haben eh schon verloren. Eh schon wurscht. So, ich war Erster, finde ich. Wir sehen uns wieder. Moment mal, was? Habe ich wirklich gewonnen? Ist eher den langen Weg gelaufen am Schluss jetzt oder wie? Keine Ahnung. Ich war der festen Überzeugung, dass wir verloren haben. Ich habe mich schon gewundert, dass es tö macht, als ich die Fahne berührt habe. Tja. So kann es gehen. Rote Münzen. Ach so, jetzt gibt es doch nochmal eine rote Münzen-Mission. Naja, gerade wollte ich das Spiel dafür loben. Und jetzt macht so ein Blödsinn hier. Zwei rote Münzen-Missionen hätten wir jetzt nicht gebraucht. Ich weiß nicht mal, wo dieses Korallenriff ist, das wir da gerade gesehen haben. Selbst wenn ich es wüsste. Ah, da hinten ist es, glaube ich. Wüsste ich nicht, wie wir an die roten Münzen kommen. Aber da, das finden wir raus, hoffe ich. Brauche ich Yoshi? Eventuell, wenn hier schon ein Yoshi-Ei ist. Ich weiß gar nicht, wie sich Yoshi im Wasser verhält, ehrlich gesagt. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Holen wir uns mal eine Ananas. Gibt's hoffentlich beim Gemüsekerl. Oder da. Nee, das ist keine Ananas. Lauf! Ah, ich sehe eine Ananas. Sehr gut. Komisch. Yoshi plus Wasser ist Rest in Peace, Yoshi. Ah, dann ist das ja... Dann brauche ich in der Mission wahrscheinlich keinen Yoshi, wenn das so ist. Ah. Vielleicht ist es ein Untersee-Yoshi. Okay, Untersee Yoshi. Los geht's. Nein! Doch kein wassertauglicher Yoshi. Ist nicht wasserdicht gewesen. Yoshi ist nur gemalt, deswegen löst er sich im Wasser. Aber ja, es sieht so aus, wie er wegblubbert, ne? Tja. Dann müssen wir mal schauen, wie das hier geht. Brauche ich da irgendwas, das ich noch nicht habe? Oder kann ich irgendwie... Man kann ja gar nicht aktiv tauchen, oder? Ah, doch, man kann aktiv... Okay. Warum, wenn es so eine funktionierende Unterwassersteuerung gibt, muss ich dann in dieser komischen Passage mit diesem Jetpack und diesem Fisch und diesen Zähnen so eine furchtbare Steuerung in Kauf nehmen? Kann mir das mal einer erklären? Meine Güte, rote Münze. Bist du tiefer, als ich denke, oder? Ich muss, glaube ich, mal Luft schnappen. Ah, man kann die Kamera mit... Aber guck mal, ich kann da gar nicht hin, wo die Münze ist. Hier ist irgendwie eine unsichtbare Wand. So, jetzt.
Ah ja, ich wollte gerade sagen, eine fehlt noch und schon haben wir eine. Tatatata. Ach ja, nächster Monat wird, glaube ich, cool, aber auch echt so teuer, dass ich echt nicht weiß, ob ich das überhaupt wirklich alles leisten kann mir. Aber theoretisch, eben wie gesagt, die Xbox Series S ist jetzt vorbestellt. Wir sammeln Müll aus dem Korallenriff, genau. Eine PlayStation 5 ist vorbestellt. Und natürlich hätte ich auch gerne The Legend of Zelda Warriors, Hyrule Warriors 2. Oder wie man es auch immer nennen will. Den echten Namen kann ich mir nicht merken. Und ich meine, für die Xbox habe ich dann einfach den Games Pass und fertig. Aber für die PlayStation muss man natürlich mindestens fast noch... Also Cyberpunk, ne? Cyberpunk und das Demon's Souls Remake hätte ich ja schon auch gerne. Oh Gott. Alle Ersparnisse sind flöten somit. Und mehr. Und einen neuen Rechner bräuchte ich auch echt mal schon langsam. Es ist alles nicht so leicht. Das mit dieser Selbstständigkeit ist manchmal gar nicht so leicht. Hyrule Warriors Age of Calamity. Genau. Das meine ich. Aha. Aber das muss halt sein jetzt nächsten Monat. Das hilft nichts. Ich hätte ja wirklich... Also, ich habe echt überlegt, wenn ich eine Xbox Series X bekommen hätte noch, aber habe ich leider nicht mehr, dann hätte ich vielleicht erstmal auf eine PlayStation 5 verzichtet. Weil Demon's Souls wird nicht schlecht. Und bis jetzt ein God of War kommt oder so... Kommt, glaube ich, nichts Exklusives für die PlayStation, das mich wirklich interessieren würde. Also das könnte warten. Ich bin immer noch hin und her gerissen, ob ich vielleicht doch nochmal irgendwie umdisponiere und irgendwie vielleicht auch mal... Na, ich weiß es nicht. Es ist schwer. Das Zeitalter der Verheerung zu Deutsch, glaube ich. Ja, ich glaube auch irgendwie sowas. Die Taste ist es. Genau. Hier, wie komme ich denn zu Porto de Oro? Porto de Oro. Da gibt's... Kann man sich das nicht irgendwie... Danke, genau. Das ist eine Übersicht, mit der kann man was anfangen. Ich habe echt schon einige Sterne gesammelt hier, ne? Eigentlich. Wie viel Scheinisch gibt es denn eigentlich in dem Mario-Spiel? Moment mal, habe ich im ersten Level... Fehlt da noch einer? Ah, warte mal, wahrscheinlich der 100 Münzen. Ich habe nicht vor, die 100 Münzen zu sammeln, ehrlich gesagt. Das ist mir zu doof. Wobei das in manchen Leveln gar nicht so schwere Sternis wären, glaube ich. Aber trotzdem... Wenn man sich, ich würde mir das gerne ein bisschen genauer anschauen können, aber das geht leider nicht. Ach so, Porto de Oro ist das da. Mhm. Du bist der Vergnügungspark. Was ist das? Ach, das ist das mit den Feuerhunden. Wie kommt man denn da hin? Keine Ahnung. Nach dem Besitz von 3 Insignien erhält man Zugang zu Porto de Oro. Und dem blauen Münzladen, genau. Nach dem Besitz von 10 Insignien erhält man Zugang zu bla bla bla. Nach 20 Insignien zum nächsten. Nach der Erfüllung von dem Kapitel.
Der Untergang der Sonnenblume kann man Yoshi einsetzen. Nach dem Erhalten des Yoshi-Eis kann man die Turbodüse einsetzen. Nach dem Erhalten der Turbodüse kann man die Raketendüse einsetzen. Nach dem Besitz von 60 Insignien oder dem Besiegen von Bowser ist der dunkle Schleier... Was heißt denn oder? Ist der dunkle Schleier über Isaiah-Philo komplett verschwunden. Nach dem Besitzen aller 120... geheimes Bild freigeschalten. Hat man eine bestimmte Anzahl an Insignien gesammelt, bekommt man mit meiner Sonnenbrille ein T-Shirt. Okay, cool. Danke für die Info. Dann haben wir eh schon so ziemlich alles freigeschaltet. Ne? Dann fehlen eigentlich nur noch eine Handvoll Insignien, dann können wir es sogar schon durchspielen. Also eine ordentliche Handvoll. 60 brauchen wir. Wir haben jetzt irgendwas 40 oder so. 49. Naja, 11. Okay. Waha! 10 Shinies pro Level. Ah ja, dann gibt es tatsächlich, glaube ich, im ersten Level noch ein zu sammeln. Abgesehen, unabhängig von den 100 Sterni, Stöpsel, Stinky, Winky. War ich da schon? Ja. Oh, schade. Ich kann mich erinnern, das ist eigentlich cool. Nix wie raus hier. Hey, ich habe gesagt, nix wie raus hier. Ich habe schon wieder B gedrückt, ne? Warum muss der PlayStation Controller ein anderes Layout haben als der Nintendo Controller? Schlimm ist sowas. Schlimm. Ist das so ein bisschen Schutzgeld erpressen, was wir da machen? Wenn wir so Wasser in fremde Häuser reinwerfen, bis die uns Gold rauswerfen, damit wir aufhören? Ich habe schon das Gefühl. Mich hat das neue Hyrule Warrior erst gar nicht interessiert, allein schon, weil die vier Recken nie mein Ding waren. Und man auch einfach, was ihr... Schicksal ist. Aber weil man schon weiß wahrscheinlich, ne? Aber als ich von Impa und Pura... war ich begeistert. Ja. Doch, ich mochte ja auch... Ich mag ja die Warrior-Spiele grundsätzlich. Und ich finde Hyrule Warriors ist wirklich eines der besten... Warrior-Spielen allgemein. Insofern war ich da schon von Anfang an ziemlich positiv dem Ganzen gesonnen. Ich hätte mir ehrlich gesagt eher einen Hyrule Warriors 2 wirklich gewünscht. So mit allen Inhalten aus dem Vorgänger und nochmal einer ordentlichen Schaufel drauf, wie es die Warriors-Reihe ja eigentlich immer macht. Aber so ein Story-fokussiertes Hyrule Warrior mit, ne, wo es wirklich um die Schicksale der Figuren geht und so. Warum nicht? Ich lasse mich drauf ein und bin gespannt. Und hoffe aber immer noch weiterhin, dass vielleicht doch noch ein richtiges Hyrule Warriors 2 in einem oder zwei Jahren kommt. Mit einfach so Content Overload und endlos theoretisch, ne, wie halt die Warrior-Spiele so sind. Wenn man die kennt, dann weiß man, was gemeint ist. Und wenn nicht, dann nicht. Es kommt jetzt auch zum ersten Mal ein Earth Defense Force für eine Nintendo-Konsole. Zwar nur ein Spin-Off im Grunde. Das hat irgendwie so Block-Optik. Heißt irgendwie World Brothers oder so. Und man spielt auch anscheinend nicht eine Milliarde Waffen frei, sondern... oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war ja mal was. Das war mal eine Runde. Sondern anscheinend neue Charaktere und jeder Charakter hat seine eigene Fähigkeit und so. Keine Ahnung, ob das cool wird, aber Earth Defense Force halt. Da kann man nichts falsch machen. Irgendwie ist das gerade sehr seltsam, was hier da passiert. So ist das auch nicht gedacht, glaube ich. So, eine hätten wir. Das ist wirklich gemein, an das kann ich mich auch erinnern. Weil im Endeffekt müssen wir das jetzt quasi 8-mal wiederholen. Na, stimmt nicht, ich habe jetzt schon 4. Aber noch ein paar Mal wiederholen. Und wenn ich einmal scheitere, ist für immer alles aus und ich muss von vorne anfangen. Sowas hasse ich immer.
Komm, rein mit dir. Ja, ich will die... Ah, das geht nämlich, glaube ich, eventuell, dass man sich hier die Münzen erglitscht. Es könnte gehen. Ich weiß es nicht, ob es geht. Oh, oh, das heißt tot. Nein, oh Gott, das war Glück. Ah, huiuiui. Wie heißen die Automaten gleich nochmal? Die sind ja in Japan super populär. Kennt man hier bei uns nicht so. Sind das Gacha-Automaten? Nee, das ist wieder was anderes, ne? Ich glaube, ich bringe alles durcheinander. Oh, jetzt muss ich da unten in die untere mittlere, also untere linke Kammer. Das wird super schwer. Und dann muss ich noch in die Mittelkammer. Und irgendwie ist man hier seltsam träge. Ich hab grad, das war echt weird gerade. Acht Shinies und dann noch einer für 100. Ah ja, alles klar. Pachinka. Pachinka. Ja, genau. Irgendwie so. Nein, komm schon, Mario. Nein, bitte nicht. Ich meine, wenn ich so mache, müssen wir zumindest nicht sterben. Das können wir so lange machen, bis alle Schaltkreise in der Switch durchbrennen oder der Strom das nächste Mal ausfällt. Es funktioniert bei der Switch nicht mit dem Stromausfall. Aber irgendwas passiert, dass das Spiel unterbricht und dann können wir uns auf Unentschieden einigen. Leider habe ich... Oh, ja. Warte, ich kann noch Stampfattacken machen. Ja, hilft uns alles nichts. Pachinko. Dankeschön, Katka. Pachinko. Okay, ich hole mir erst die unteren beiden, weil die sind lästig. Die oberen kriegt man dann leichter. Beziehungsweise hat man bei den oberen halt noch Failsafe, wenn es nicht funktioniert. Ah, nein. Okay, aber das ist gut zu wissen. Wenn ich die kleinen Ponöpel berühre, kann ich mein Jetpack wieder benutzen. Das ist gut. Von Pachinko natürlich. Ich bin auch schon gespannt auf das neue Breath of the Wild 2. Oh, nice. Ich bin wirklich gespannt, was sich Nintendo da einfallen lässt. Ob die einfach nur ein More of the Same machen, einfach ein Breath of the Wild 2 wirklich, weil das macht Nintendo eigentlich nicht. Ich meine, das grundsätzliche Weltdesign wird schon ähnlich sein, aber ja, wahrscheinlich haben die wieder 1, 2, 3 neue Gimmicks im Ärmel. Und das kann manchmal in die Hose gehen. Manchmal hätte man gern More of the Same, aber dann kommt halt doch wieder irgendeine kreative Idee, die vielleicht gar nicht so toll ist. Manchmal. Meistens kriegen die das schon hin. Aber es gibt so Beispiele, wo sie sich das einfach hätten sparen können, ihre Innovation. Manchmal muss das gar nicht sein. Mal abwarten. Guck, manchmal, da ist man so in einem Sog drin. Ich habe voll dagegen gelenkt, damit ich in das andere Loch komme. Aber es ging nicht. Ich war da echt gefangen irgendwie. Das hat mich voll reingesaugt. Da schon wieder. Da hängt man dann irgendwie fest und kommt nicht mehr raus. Und das ist unter Umständen tödlich. Puh. Nein, Mario. Hör doch mal auf mit dem Blödsinn. So wird das nie was. Gestern erst eine Doku über den Famicom Pachinko Controller geschaut. Aha. Ich glaube, selbst wenn ich so hoch springe, werde ich durch eine magische Kraft... What? Was war denn jetzt? Reingesaugt. Aber das war jetzt eh komisch gerade. Okay, mein Walljump ist kaputt. Hier stimmt was nicht. Hier sind seltsame physikalische... Guckt, wie mich das reinsaugt. Hier sind seltsame physikalische Abnormitäten am Werk, die so eigentlich nicht sein sollten. Also, die sonst nirgends im Spiel sind.
Die werden schon absichtlich eingebaut sein hier, aber komisch ist das. Okay, eine Münze. Warum denn? Warum ist denn das so? Warum ist das so in dem Spiel? Warum werde ich denn jetzt plötzlich immer in die Mitte gesaugt und komme dann nicht mehr weg von der Mitte? Irgendwas stimmt da nicht. Das ist aber wirklich komisch. Das war jetzt beim ersten Mal auch nicht so. Guck, ich kann gar nichts machen. Ich lenk so stark dagegen. Aber es geht einfach nicht. Ich werde immer wieder in dieses blaue Loch gesaugt. Was ist denn los? Hilfe! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Irgendwo muss mein Trivia-Wissen ja herkommen. Ja, klar. Warum auch nicht? Nein, ich werde echt irre. Ich kann nichts machen. Ich werde immer wieder da reingesaugt. Mit Wasserwerfer, ohne Wasserwerfer. Es ist ganz egal. Das Spiel saugt mich immer wieder in dieses mittlere Loch rein jetzt plötzlich. Habe ich durch meine Walljumps irgendwas kaputt gemacht oder so? Ich weiß es nicht. Okay, jetzt hätte es mich nicht reingesaugt, aber jetzt sterben wir vielleicht. Aber das ist gut. Ich glaube, das wiederhole ich nochmal. Nur diesmal anders. Ach ja. Ja, und Travis Touchdown wurde ja jetzt quasi in Smash Brothers als... Nein, jetzt wäre ich schon fast reingefallen. Warum denn, Spiel? Warum denn? In Smash Brothers als Kostüm angekündigt. Das heißt, man kann ihn als Kämpfer ausschließen. Ein bisschen schade finde ich das schon. Aber gut. Kann ja nicht jeder schaffen, in Smash Brothers als vollwertiger Kämpfer unterzukommen. Aber das Bomberman-Kostüm, das finde ich klasse, das mag ich. Wie beim Fallout, beim Pip-Boy und jetzt eben auch bei Bomberman und auch bei Sans zum Beispiel. Diese Kostüme, die aber wirklich 1:1 aussehen wie die Charaktere. Die haben dann kein eigenes Moveset, aber in dem Mii-Charakter-Editor kann man die 1:1 nachbauen. Das finde ich gut. Das sind für mich schon fast vollwertige Figuren. Nein, jetzt hau ab, ey. Oh Gott, manchmal passiert das. Habt ihr das gesehen, was für ein weirder Glitch das gerade war? Irgendwie durch irgendwelche Stempel durch. Das passiert in dem Spiel überhaupt echt oft, dass man irgendwelchen Kanten hängen bleibt und dann macht so... Und man kann nichts mehr machen. Das Spiel hat Bugs, ey. Ohne Ende. Es ist wirklich... Ich finde wirklich, für ein Mario-Spiel ist das schon ein bisschen sehr verbuggt auch. Ich bin... Mit Sunshine werde ich nicht mehr warm, glaube ich. Weil Sunshine und warm und so... Lustig. Bei Sonne und so Wärme. Zumindest werde ich gleich irre. Oh, ja, was? Wie? Okay. Gut. Das war weird. Eigentlich eine nette Idee und so. Und eigentlich macht es auch Spaß. Es hat mir auch Spaß gemacht. So ist es ja nicht. Aber damn, war das gerade weird. Warum ist die Physik so komisch manchmal in dem Spiel? Was soll das? Was soll das? Womit habe ich das verdient? Irgendwo, und ich glaube, es ist da drüben, muss man mit Yoshi mit dem Boot hinfahren und er darf nicht ins Wasser fallen. Jetzt kommen all die Erinnerungen schön langsam wieder zurück zu mir. Und dann kann man mit seiner Saftspritze, mit seinem Saftatem, mit seinem Erbrechen im Grunde, man kann es nicht anders beschreiben, kann man dann irgendwie einen Geheimgang öffnen oder irgendwie sowas, ne? Ich hab das so noch im Hinterkopf. Ist mir gerade... Ich glaube, wir müssen auf das Boot da. Wer hat sich das ausgedacht? Warum kotzt Yoshi in dem Spiel? Oh Gott. Okay, wir müssen, glaube ich, mit mehreren. Das ist komplizierter, als ich das in Erinnerung habe. Seppo, mit 51 Shinies kannst du das Game schon durchspielen. Ach nein, echt? Tatsächlich? Na, dann bin ich ziemlich zuversichtlich, dass wir das heute noch schaffen.
Ich habe mir nämlich schon gedacht, ob ich nicht vielleicht Bock habe... den Sprung habe ich gerade vermasselt. Ob ich nicht vielleicht Bock habe, nochmal, vielleicht nach Galaxy, zu Mario 64 zurückzukehren, bevor wir quasi Schluss machen mit der Mario 3D Collection. Mal schauen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich nicht vor, dass wir Sunshine besonders lang spielen. Sunshine beenden wir wirklich ohne schlechtes Gewissen so schnell wie möglich. Bei 64 war es ja so, dass ich mir dachte, so, na, hätte ja schon noch Bock und... Aber hier ist es so, ne, komm. Machen wir fertig. Bringen wir es hinter uns. Was will er gleich nochmal? Bananen, oder? Ich kann leider die Kamera nicht so hoch bewegen, weil das Spiel grausam ist. Bananen. Hallo. Ich klau das mal kurz. Sehr schön. Man kann die Story des Spiels mit nur 51 Insignien durchspielen. Neben der Insignie von Pista Delfino plus 1 muss man in jedem Level der 7 Kapitel 7, in dem man dann Mario Morgana besiegen muss, absolvieren. Ach so. Plus 49. Sollte das eine Handynummer werden? Anscheinend kann man schon gegen Bowser antreten und sich so eine weitere Insignie verdienen, womit man die Story einmal durch hat und am Ende 51 Insignien hat. Verstehe ich nicht ganz. Vor allem, wo soll ich den Bowser besiegen und so? Aber vielleicht ergibt sich das, wenn ich jetzt noch eine Insignie sammle. Mario, mach doch nicht solche Sachen mit mir. Reiß dich doch mal ein bisschen zusammen, Mensch. Das schaffe ich nie im Leben, Yoshi. Bleib zurück. Zurück, Yoshi. Das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Aber jetzt. Ah, das geht sich gar nicht aus. Damn it. Boot. Sag mir mal, wo du jetzt hinfährst. Ich muss mal mit dem Boot mitfahren, glaube ich. Na komm, geh an Bord, Mario. Nein. Oh Gott, oh Gott. Ich kann nicht mehr. Hallo, ist nur Gott und willkommen, Raid-Gruppe. Wie geht's? So, geschafft. Ich dachte schon, das wird nichts mehr. Is no good. Ach so, natürlich, jetzt lese ich's. Hallo. Du musst die Story in jedem Abschnitt durchspielen. Aber woher weiß ich das denn? Ach so, das, was du vorher geschrieben hast, ne? Bis Kapitel 7 muss ich quasi jedes Level machen. Dann habe ich in einigen Leveln noch was zu tun. Dann lasse ich das jetzt mit Yoshi hier, mit Yoshi auf den Schiffen. Dann gehen wir lieber noch in die Level, in denen ich noch was zu erledigen habe und machen die noch. Aber dann dauert es ein bisschen länger. Dann kann ich das jetzt nicht mit 51 durchspielen, weil das wusste ich nicht. Jetzt verstehe ich das. Dankeschön, Katka. Jetzt wird mir alles klar. Jetzt muss ich nur gucken, in welche Level ich noch muss. Ich glaube, wir müssen uns noch in den Vergnügungspark schießen, auf jeden Fall. Aber... wenn man dann 61 oder 60 oder wie viel gesammelt hat, muss man nicht alle Story-Elemente beenden oder wie? Ich verstehe das nicht. Aber hier haben wir quasi Mario Morgana schon besiegt. Dann müsste ich mir den hier quasi gar nicht mehr holen. Machen wir es aber trotzdem. Achterballonfahrt. Na dann, los geht's.